Moin Moin und hallo, heute wollen wir mal unsere Starterbatterie aus unserem Audi A4 oder S4 Avant herausbauen. Wir stehen im Kofferraumbereich, denn in unserem Poseidon befindet sich die Batterie im Kofferraum und nicht mehr vorne unter der Motorhaube. Um jetzt daran zu kommen, müssen wir uns erstmal hinbauen. Es ist jetzt kein großes Ding, weil bis jetzt brauchen wir, um uns dorthin zu bauen, keine Werkzeuge, sondern nur unsere Hände. Wir nehmen diese Fassade hoch, packen die mal hinten gegen die Rückwand drauf und nun als nächstes gehen wir hin und haben den Blick schon mal Richtung Batterie gelangt. Das heißt, nun können wir hingehen und dieses Teil hier, diese überdimensionale Kunststoffmuddy rausdrehen und zur Seite packen. Dann nehmen wir diesen Aufbau und klappen den heraus und entfernen diesen. Nun haben wir vor uns die Batterie. Da unten ist sie drinne, da steht sie und lacht uns an. Um diese jetzt zu entfernen, brauchen wir zweierlei Werkzeuge. Erstmal, um die Pole abzusetzen, brauchen wir einen 10er Nuss und eine Ratsche und dann brauchen wir noch eine 13er Nuss und auch wieder eine Ratsche, wie ihr seht. Als allererstes, bevor wir irgendwas anderes machen, ist Minuspol. Der Minuspol ist, wenn ihr dahinter steht, auf der rechten Seite, ist gekennzeichnet mit einem Minuszeichen. Dort gehen wir dran und ziehen erstmal hier die Klemme ab. Klemme abziehen, zack. Damit ist das Fahrzeug jetzt stromfrei. Ne? Das hat jetzt erstmal Sendepause. Jetzt ist natürlich wichtig, dass ihr im Notfall wieder ans Fahrzeug drankommt, weil jetzt können wir natürlich auch die Heckklappe nicht mehr schließen, automatisch, nicht mehr mit dem Elektromotor etc. Das heißt, macht das in einer Garage oder macht das irgendwo, wo es nicht regnet. Weil ansonsten ist es doof. Ne? Wenn es dann anfängt zu regnen, würde es euch reinregnen. Oder ihr müsst es dann manuell runterziehen. So, Minuspol ist ab. Jetzt können wir weiter zur Demontage kommen. Jetzt brauchen wir unsere Verlängerung und unsere 13er. Hier hinten, dort in dem Bereich, im hinteren Bereich, seht ihr sehr gut, haben wir zwei Schrauben, zwei Bolzlis. Diese beiden Bolzlis, die supporten am hinteren Bereich unsere Batterie im Fahrzeug, damit dort auch eine gute, stabile Montage gewährleistet ist, sind die sehr massiv und diese müssen wir jetzt erstmal rausdrehen, um jetzt hier tiefer ins Geschehen zu kommen. Seht ihr, das sind richtig dicke Klopper. Die müssen raus. So. Ne? Dicke, fette Freunde hier. Ey. Und das gleiche machen wir links, sowie hier unten. Seht ihr, hier vorne in dem Bereich gibt es nämlich auch noch welche und die müssen wir auch noch rausballern. Das heißt, wir haben jetzt hier oben gleich die Freiheit hergestellt, müssen dann aber natürlich noch fortlaufend weiter uns von dieser Klemme wegbauen, denn das oder diese Klemme hält nämlich die Batterie in Position, auch wenn ja, wenn mal ein bisschen was los ist. Hier, guck mal, jetzt ist es schon locker, aber wir müssen tiefer. Wir müssen mehr. Das heißt, hier vorne ist auch noch eine. So, hier ist noch eine. Die müssen wir lösen. Denn diese Klemme ist über die ganze Batterie laufend und hält unsere Batterie in Position. Auch wenn wir mal einen Unfall hätten, wenn wir Offroad fahren, wenn es mal richtig zur Sache gehen sollte, na, hier, das sind die gleichen Bolzen, wie die oben verwendet worden sind. Jetzt geht es weiter, andere Seite, hier drüben ist noch eine, auch dran mit uns und raus damit. So, damit haben wir jetzt die Hauptkomponenten des Bügels hier oben schon mal gelöst. Das heißt, diesen Bügel können wir jetzt abnehmen. Und haben dann so, ne, hier, und haben jetzt die Möglichkeit, diesen Bügel oben abzunehmen. So, tschüss Bügel. Okay, jetzt, Batterie ist immer noch fest. Das heißt, das war erst der erste Streich.
Um jetzt die Batterie komplett zu entfernen, kommen wir jetzt an den Pluspol. Der Pluspol, genau das gleiche, muss wieder abgeballert werden. Hier hinten haben wir noch Zusatzelektronik, die dann mit an dem Pluspol selber hängt. Das heißt, wenn wir hier diese Klemme lösen, so, sollten wir diesen ganzen Haufen abnehmen können. Schauen wir mal, und das tun wir auch. Seht ihr, jetzt ist der ab. So, sehr nice. Das heißt, nun haben wir hier diesen Bereich schon mal gecleared und können jetzt, damit nichts mehr auf den Pluspol zurückkommt, hier die Abdeckung wieder drauf machen. So, damit das auch jetzt wirklich komplett getrennt ist. Und jetzt kommen wir zur Batterie, die nochmal festgemacht. Und zwar auch wieder im vorderen Bereich des Systems. Und zwar hier, da ist auch noch eine. Die habt ihr bestimmt schon gesehen. Das heißt, das ist jetzt die Klemme, die die Batterie auf oder an der Karosserie selber in Position hält. Hier, so sieht die aus. Die gute alte Klemme. Die drückt hier nämlich auf den Schuh der Batterie. So, und dann können wir jetzt uns um die Batterie selber, denke ich mal, fast kümmern. Sie ist nämlich jetzt recht frei und beweglich. Was wir natürlich machen, ist hier Belüftung, zack, raus. Das ist nämlich, wenn es mal überkochen sollte, dass es dann nicht zu Problemen kommt. So, und nun können wir die Batterie entfernen, indem wir den Griff benutzen und sie dann ganz einfach gechillt rausholen. So, zack. Und nun haben wir einen Kofferraum ohne Batterie vor uns. Sehr nice. Jetzt können wir diese Batterie aufladen. Wir können mal richtig schön sauber machen, was wir auch immer damit vorhaben.